Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu diesem Video. Es sollte eigentlich kein Video mehr dieses Jahr kommen auf diesem Kanal. Ihr wisst es, gestern war der Übergang zu E-Fieber. Nein, jetzt kommt das Model 3 Refresh dazwischen. Und in der Weihnachtszeit hier muss ich doch jetzt noch ein Video hochknüppeln für euch. Wir haben heute Samstag. Ihr seht hier einen Teddy neben mir, der alte Elektromobilist. Schön, dass du dabei bist. Und es geht um ein krasses Thema, was, denke ich, viele interessieren wird. Das Model 3 Refresh. Dort herrscht viel Dunkelheit in dem ganzen System. Und wir bringen heute hellen Sonnenschein in die Materie rein, denn es geht um diese vermeintlichen Scheinwerfer, ihr wisst es, um diese Linse da und es geht um die Lenkradheizung. Ich habe heute Neuigkeiten für euch, die euch umhauen werden. Es wird ein sehr logisches Video, das heißt, ihr müsst wirklich gut aufpassen, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und am Ende verspreche ich euch, werdet ihr vielleicht sogar sagen, okay, ja, das leuchtet ein. Und darum soll es gehen. Ich muss jetzt nochmal kurz an die frische Luft nochmal durchatmen, damit ich hier das Video ohne ADHS gut rüberbringen kann. 20 Minuten später. So Leute, lasst uns mal in die Materie einsteigen und ein bisschen Helligkeit da reinbringen. Ich habe mir heute mal ein Sheet gemacht, weil es sind Informationen, die sind alle miteinander vernetzt. Und ich bin nochmal ein freier Redner, aber heute, das ist wichtig, dass wir das sauber rüberbringen. Ich möchte, bevor wir jetzt hier wirklich durchstarten, ein richtig dickes Dankeschön rausschicken, und zwar an den Erik Mandler. Erik findet da unter Tesla-Erik, hat ja auch die Eriks Garage jetzt eröffnet. Das ist der junge Kerl, mit dem ich die ganzen Umbauten an der Black Series gemacht hat, der selber auch ein krankes Geschoss aufgebaut hat, die jetzt auch verkauft ist, aber Neues kommt schon, ich kann euch sagen, wird wieder ein Mega-Projekt. Und Erik, vielen Dank, wenn du das siehst, wa? So, jetzt ist es so, dass ich heute Morgen ein wirklich sehr, sehr intensives Gespräch mit dem Erik hatte. Das ging mehrere Stunden, kann man echt sagen. Wir haben sehr philosophiert, weil Erik seine auch bald ausgeliefert wird. Und die Thematik mit den Scheinwerfern hat uns doch sehr beschäftigt. Weil, ich kann es euch auch ehrlich sagen, mit dem Gedanken, dass es Matrix-LED ist, wäre ich sehr traurig gewesen, wenn ich die Auslieferung bekommen hätte nächste Woche und die Scheinwerfer nicht verbaut waren. So, jetzt hat Erik mich angerufen, hier André, pass auf, bla bla bla. Ich kann dir schon sagen, ob du die alten hast oder nicht. Und ich so, was? Nein, wie geht das? Das ist ganz einfach. Ihr müsst wissen, wenn ihr jetzt einen Schaden habt an eurem Tesla, muss der Bodyshop ja wissen, welches Teil er nachbestellen muss. So, jetzt ist die Vielfalt an Produkten zwischen den Model 3s nicht so krass, wie jetzt bei VW früher war. Aber ihr habt trotzdem Unterschiede und der Bodyshop muss ja genau wissen, welches Teil er jetzt ordern muss, um euer Fahrzeug zu reparieren. Das heißt, mein Fahrzeug ist schon in Eriks System drin und er kann schon darauf zugreifen und sehen, was ich an Scheinwerfer jetzt, wenn der kaputt wäre, was er ordern müsste. So, das heißt, es gibt einen sogenannten Teilkatalog von Tesla, den können nicht nur die Bodyshop-Mitarbeiter sehen, sondern den könnt ihr auch einsehen, Leute. Der nennt sich EPC Tesla. Ich zeige euch das jetzt gerade mal, ich versuche das schon rüberzubringen. Bevor wir jetzt wirklich in den Teilkatalog vom Scheinwerfer mal reinspringen, möchte ich kurz zusammenfassen, was wir über den Scheinwerfer wissen. Wir wissen, dass das Model 3 Performance, die bis jetzt ausgeliefert wurden, also als Refresh, und die jetzt auch kommen, alle diese Linse drin haben. Wir wissen auch, dass es in Großbritannien ein Long Range AWD auch schon gesichtet wurde mit der neuen Linse. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wiederhole nochmal, in Großbritannien war. So, wir wissen auch, dass einige Mix, diese neuen SR Plus aus China, auch schon diese neuen Scheinwerfer haben, war. Das ist ganz komisch. Wir wissen aber auch, dass einige AWDler, Long-Range AWD, hier in Deutschland noch mit den alten ausgeliefert wurden. Also es ist sehr Mischmasch, ihr wisst es schon, aber erinnert euch zurück, Großbritannien ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum Großbritannien, warum sage ich das immer ganz einfach? In Großbritannien haben die nicht die gleichen Scheinwerfer wie wir hier drinnen, schon seit Anfang an, weil die haben ja den sogenannten Linksverkehr, das heißt, die fahren ja auf der linken Seite. Wenn die jetzt die gleiche Kombination wie wir in Deutschland drin hätten an Scheinwerfer, würden die im automatischen Gegenverkehr blenden und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen war es bisher immer so bei Tesla, oder ich denke auch die anderen Hersteller werden das vielleicht auch so machen, dass zwei Produktionslinien hast im Prinzip und die eine ist für Great Britain und die andere ist für Europa im Prinzip, Rest Europa, Deutschland und so weiter. So, jetzt ist natürlich so, ihr müsst auch immer wissen, Tesla ist ein sehr effizientes Unternehmen, versucht Kosten, unnötige Kosten zu sparen, das muss man ehrlich mal sagen. Ihr wisst es selber, ich glaube, das können die meisten von euch da draußen bestätigen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Jetzt lasst uns mal in den Teilkatalog springen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mein AWD mit der WIN 834.000, die alten Scheinwerfer,
die alten, in Anführungsstrichen, Scheinwerfer bekommen wird. Das heißt, das sind diese ECE-LHD und die LH. Diese Kombi ist zusammen. Das kann ich leider euch jetzt hier nicht zeigen. Das sieht man nur im Bodyshop. Erik hat es mir schon gezeigt. Da ist ein grüner Punkt vorne. Ein grüner Punkt ist dann da vorne. Und das ist dann die Zugehörigkeit zu eurem Fahrzeug, zu eurer WIN. So, und jetzt gibt es noch einen Scheinwerfer, der nennt sich Global. Ihr seht, ich markiere euch das gerade mal. Global. Das ist der Scheinwerfer, der neue Scheinwerfer. Das heißt, alle die Performance, Mix und so weiter, die haben alle diesen Scheinwerfer drin. Und jetzt passt mal auf. Dieser Scheinwerfer, da steht, seht ihr schon in der Teilnummerbeschreibung, nichts von Matrix oder sonst sowas. Ich kann euch ganz einfach sagen, beziehungsweise ist das meine Theorie ganz einfach, die sich, glaube ich, bestätigen wird. Und zwar, dieser Scheinwerfer hat ja die Linse drin. Diese Linse ist kein Matrix. Denn das ist eher ein LED-Projektor. Das heißt, was ist das Problem in der ganzen Europageschichte? Wir haben es so, dass die in Großbritannien immer eine extra Schiene kriegen, weißt du? Das sind wieder mehr Aufwand, die Scheinwerfer einzustellen und so weiter. Jetzt ist es so, mit dieser Projektorlinse können wir ganz einfach Software unterstützt einstellen, wie die Linse sein soll. Das heißt, entweder für den linksfahrenden Verkehr oder rechtsfahrenden Verkehr. Das heißt, wir haben hier eine Harmonisierung der Scheinwerfer. Eine Harmonisierung, Leute. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Das heißt, warum haben dann auch die Performance schon? Und warum gibt es in Großbritannien schon die neuen Scheinwerfer, auch in Deutschland noch nicht? Ganz einfach, weil hier steht global. Der soll ab sofort auch global ausgerollt werden. Das hat nichts mit Matrix zu tun, sondern eher wirklich eine, dass man von Tesla-Seite her die Produktionsaufwand für die beiden Märkte im Prinzip reduzieren kann. Das heißt, wir haben jetzt einen Scheinwerfer, links und rechts einen Scheinwerfer, der überall angewendet werden kann und mit der Software angepasst werden kann auf den jeweiligen Markt. Das heißt, Großbritannien dann, wie ich es euch gerade erklärt habe. Das heißt, mit Matrix wird das nicht viel zu tun haben. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Es geht eher darum, dass Tesla wieder eine kosteneffiziente Maßnahme ergriffen hat, um wieder zwischen den einzelnen Gigafactories eine Gleichheit herzustellen. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, wenn wir auf die Liste gucken vom TFF-Forum mit den ganzen Batterieübersichten, welche WIN, welche Batterie drin hat, da seht ihr auch, dass das Herstellungsdatum der Performance zum Beispiel 15 bis 16 ganz krass ist. Da wurden ganz viele Performance gebaut. Und warum ist es so? Ganz einfach, weil das für den Großbritannien-Markt gilt und auch für den, ich sag mal, Rest of Großbritannien-Markt, also europäisch natürlich, Markt gilt. Das heißt, das Schiff kommt an, liefert hier ein Teil Performance ab und fährt dann noch weiter nach Großbritannien, liefert da auch noch ab, hat aber schon die gleichen Linsen drin. Das heißt, Tesla muss da nicht unbedingt irgendwie was beachten oder sowas. Das heißt, die Fahrzeuge sind dann eher, abgesehen jetzt von Links- und Rechtslenker, sind die von den Scheinwerfern identisch. Das heißt, wir haben da schon eine richtige Harmonisierung drin und eine Kostensenkung auf jeden Fall, weil es müssen nicht mehr zwei Scheinwerfer auf Lager gehalten werden. Ihr wisst es selber. Jetzt schauen wir uns mal die Mix an, die SR Plus, die jetzt aus China kommen. Wieso haben die denn schon die neuen Scheinwerfer drin? Na, auch ganz klar, weil da auch ein Teil von dieser Produktionslinie schon nach Großbritannien geht. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich stelle jetzt hier mal noch eine Behauptung auf. Meine Behauptung ist, dass das Long Range AWD, das Performance, zukünftig auch in China produziert wird für den europäischen Markt. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Die Wege sind kürzer, die Durchquerung durch den Panama kostet ein Heidengeld, das ist Monopol von Panama. Also das versucht Elon zu vermeiden. Da bin ich mir felsenfest von überzeugt. Das heißt, wir müssen nicht mehr die Route gehen von San Francisco über Panama bis hin zu hier. Wir gehen direkt aus China und notfalls gehen wir auch übers Festland, über die Seidenstraße, über den Zugverkehr. Glaubt es mir, Leute, China wird der neue Produzent der Performance-Fahrzeuge. Hundertprozentig. Es gab auch mal einen Twitter-Kommentar, wo habe ich es denn gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da wurde verkündet, dass jetzt erste Änderungen oder erste Pläne für das Model, für das Performance und das Long Range RWD in China gibt, dass die dort produziert werden. Und ihr glaubt mir, Leute, das wird bei Tatsache werden. Das ist meine felsenfeste Behauptung. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich sabre schon enorm. Das ist die Philosophie dahinter. Tesla hat uns hier keine Matrix-LED verkaufen wollen, sondern Tesla hat wieder eine Effizienzsteigerung auf die Beine gestellt. Darum geht es. Es hätte mich nämlich auch ganz, ganz schwer gewundert, weil wenn ihr mal zu der Konkurrenz guckt von den Herstellern, ein normaler Matrix-Scheinwerfer, der fängt bei 1500 Euro an und geht dann hoch bis an die 5000 Euro, je nach Technik, die verbaut ist. Es gibt noch diese digitalen Matrix-Scheinwerfer, da bist du bei 5000 Euro. Das hätte Tesla nicht einfach so eingebaut ohne und dann, ach hier Leute, wir wollen
konnte ich ja was Gutes tun oder sowas. Nein, das war wieder ein bisschen Fanboy-mäßig und viel Spekulation dabei. Ich bin felsenfest von überzeugt, das hängt einfach mit den Märkten zusammen, wo die Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen und dass da definitiv eine Harmonisierung auf die Beine gestellt wird. Bevor wir jetzt weiterspringen zu der Lenkradheizung, das ist ja auch ein ganz großes Thema war, möchte ich mal eine Zeitschrift erwähnen, und zwar die Elektroautomobil. Der Teddy hat sie gerade schon in der Hand. Und ich muss das jetzt euch mal zeigen. Diese Zeitschrift hat was Cooles inseriert. Ist eine coole Zeitschrift. Ihr seht da ziemlich interessante Sachen. Im Prinzip wie die Autobild, bloß für Elektroautos. Also richtig cool. Ihr habt hier Ladekurven drin und so weiter. Ein richtig tolles Magazin. Und ich blättere jetzt mal zu einer Seite. Ich stehe jetzt auf und zeige es euch. Was ist das bitte für ein T-Shirt? Ihr seht es hier. Ich blende es euch ein. Wir wurden mit dem E-Fieber Shop in diesem Magazin erwähnt. Vielen, vielen Dank. Es ist ein geiler Zug. Es ist auch eine Riesenehre für uns, da drinnen aufzutauchen. Also Leute, kauft euch dieses Magazin und checkt mal den E-Fieber Shop das T-Shirt ab. Richtig tolle Sache. Vielen, vielen Dank dazu. So, liebe Leute, jetzt lasst uns mal offiziell zum Lenkrad springen. Ich weiß, viele Leute haben dann auch wieder die Erwartung und die Hoffnung vor allem. Tesla treibt ja manchmal viel mit Hoffnung, dass in dem neuen Lenkrad eine Lenkradheizung verbaut ist. So, jetzt lasst uns mal zusammen, ich blende euch wieder in den Screen ein, lasst mal zusammen in den EPC-Store gehen von Tesla, in den Teilekatalog, und da tauchen zwei Lenkräder auf. Ihr seht, das ist die Nummer 1, die taucht zweimal auf, und zwar ist das einmal das alte Lenkrad und einmal das neue Lenkrad. Ihr seht schon mal, das erste, was auffällt, es ist nirgendwo das Wort Heating erwähnt. Das heißt, da sehen wir schon mal, okay, das scheint sich ja doch nicht so viel geändert zu haben, wie wir dachten, war. Und der zweite Aspekt ist, ich habe mit Erik Lange auch geredet drüber, schaut euch das erste Lenkrad mal an, also das alte, ich blende euch mal ein Bild ein, und schaut euch mal das zweite Lenkrad an, das neue, fällt euch was auf? Das ist bis jetzt nirgendwo aufgetaucht, dieser Punkt. Und zwar, was ist passiert? Wir gucken oben links und oben rechts, das heißt die 11 Uhr Markierung, ich sag mal die 2 Uhr Markierung, da waren immer Nähte früher. Bei mir in der Plexius war das sogar so, dass der Näht so einen kleinen Wulst hatten. Diese Nähte gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt wirklich auch wieder meines Erachtens eine Kosteneffizienz von Tesla. Wir haben jetzt nur noch einen Druck des Lenkrads im Prinzip. Keine Naht mehr sonst irgendwo, sondern es ist wirklich ein Stück, kann man sagen. Und die Nähte sind komplett weggefallen. Und ihr seht auch nichts von irgendwelchen Heizstäben oder Heating erwähnen im Teilekatalog. Wir gehen sehr, sehr stark von aus, dass in den neuen Lenkrädern keine Heizung verbaut wurde. Warum in dem Code, in der Sprachassistenz jetzt diese Lenkradheizung erwähnt wird, das weiß ich nicht. Vielleicht betrifft das Model Y, dass Model Y Lenkradheizung bekommt. Aber Model 3 sieht sehr stark jetzt rein vom Teilkatalog so aus, als ob da keine Lenkradheizung verbaut ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Enttäuscht natürlich auf der einen Seite vielleicht den einen oder anderen. Auf der anderen Seite muss man ganz einfach denken oder wissen, Tesla ist wirklich ein Unternehmen, was an Effizienz oder auch an Kostenreduktion immer am Arbeiten ist. Also die versuchen immer das Beste rauszuholen. Ihr wisst selber auch jetzt mit den neuen AWD-Modellen, die haben den 77 Kilowattstunden Akku angeboten jetzt in den neuen Modellen. Das ist auch wieder so ein Punkt. Tesla schaut sich das an, lernt neu über die Akkutechnik kennen und merkt dann auf einmal, okay, wir sind durch die Effizienzsteigerung der Octa-Valve und durch das ganze Heatpump und sowas, sind wir jetzt so weit, dass wir trotzdem 580 Kilometer WLTP hinkriegen, auch mit einer kleineren Kilowattstundenanzahl. Also das ist einfach Tesla. Und das ist auf der anderen Seite in meinen Augen auch immer bemerkenswert, dass die immer diese Kosten auch versuchen zu reduzieren. Weil ihr müsst euch vorstellen, jetzt Model Y, das wird ja auch 100.000-fach, denke ich, produziert werden. Und da macht so eine kleine Änderung in Centbetrag, machen dann schon, geht in die Millionen rein, blöd gesagt jetzt mal plakativ gesprochen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, Tesla ist da echt immer auf einen schnellen Dampfer. Aber wie gesagt, ich vermute, dieses Video wird viele enttäuschen. Und viele werden vielleicht auch die Hoffnung haben, dass ich Bullshit rede. Das kann natürlich auch sein. Innerlich habe ich auch die Hoffnung, dass es Bullshit ist, aber es wird mit Sicherheit so sein. Das heißt, wir wollen keine falschen Erwartungen hier streuen und müssen die auf jeden Fall bei Tesla mal runterfahren. Nicht nur bei einem Aktienkurs. So ist die Sachlage jetzt, Leute. Und ich bin jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein weinendes Auge, aber auch ein sehr lachendes Auge, denn ich bin jetzt nicht traurig, die alten Scheinwerfer zu haben. Denn mit den Hintergedanken, dass das vielleicht einfach wieder ein effizientes Ding von Tesla ist und kein Matrix oder sowas,
bin ich da echt sehr entspannt und beruhigt. Was jetzt noch sehr im Raum steht, das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Ich habe ja im Fahrzeugschein 82 Kilowattstunden stehen. Ist das wirklich 82 Kilowattstunden oder sind das im Endeffekt vielleicht die 79 Kilowattstunden von den alten Zellen in Anführungsstrichen? Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, wir haben dann Performance 82 Kilowattstunden, wir haben dann Long Range, einmal die Version mit 79 Kilowattstunden, das heißt die alten Zellen, Panasonic, und wir haben dann die 77 Kilowattstunden von LG, die dann auch verbaut werden. Würde dann auch passen in die Serie rein, dass der 77er für die AWDler die Zukunft wird. Also nichts mehr mit 79, und die Performance bekommen dann dauerhaft die 82er rein, und dann ist die Geschichte erledigt. So wird das, ist meine Prognose. Ich habe mit Kelvin viel gesprochen, und Erik, vielen Dank nochmal an dich. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Video? Was sagt ihr vor allem zu dem Inhalt? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt hier gleich Feierabend machen und Wochenende genießen. Und dann war es das jetzt wirklich mit Videos hier, Leute. Mensch, wir sehen uns am 01.01.2021 mit meiner Abholung und die Abholung von den Performance von Kelvin. Macht's gut, Leute. Halt die Ohren steif. Tschüssi.